Berlin-Marathon, der Morgen des Rennens. Der Tag, auf den alle gewartet haben. Zehntausende von Läufern. Das Rennen geht los. Die ersten Kilometer fühlen wir uns natürlich alle noch super. Die Beine sind frisch. Wir sind voller Euphorie, dass es jetzt endlich losgeht. Wichtig ist es aber, nicht zu überpacen. Wirklich dem Plan zu folgen, den man sich zurechtgelegt hat. Und ja, am besten achtet man auf die Herzfrequenz, auf die Pace und genießt natürlich auch einen Teil des Marathons. Circa bei Kilometer 7 laufen wir dann auch vom ehemaligen West-Berlin nach Ost-Berlin. Bei Kilometer 10 circa hast du dann einen hervorragenden Blick auf den berühmten Fernsehturm. Und kurz darauf, bei Kilometer 12, folgt auch wieder eine Verpflegungsstelle. Erinnere dich immer daran, genug zu trinken, genug Kohlenhydrate zu dir zu nehmen. Wir laufen dann Richtung Schöneberg, wo wir den Halbmarathon erreichen. Hier kann man schon stolz sein, die Hälfte geschafft zu haben und hoffentlich fühlen wir uns auch noch ganz okay. Weiter an die Verpflegung denken, weiter auf der Pace bleiben. Auch nicht überpacen, nicht überheblich werden. Wir haben immer noch 21 Kilometer vor uns. Hier können wir uns vor allem auch auf die vielen Run-Crews, die einen anfeuern in Berlin, freuen. Nehmt das als Motivation mit. Kilometer 30 ist dann oft einer der schwierigsten Stellen im Rennen. Wir haben schon viele Kilometer hinter uns gebracht und ja, es sind immer noch 12 Kilometer bis zum Ziel. Hier ist es wichtig, dass ihr wirklich die ganze Energie vom Publikum mitnehmt, die Good Vibes von den Run-Crews, die alle am Streckenrand stehen. Bleibt einfach auf der Pace, glaubt an euch, vertraut an euer Training und dann schafft ihr es auch bis zum Brandenburger Tor. Nach 34 Kilometern findet ihr euch auf dem Kurfürstendamm oder auch Kudamm genannt. Wieder einer der berühmtesten Straßen in Berlin und von dort ist es nicht mehr weit bis zu Kilometer 37, wo ja, eigentlich die beste Stimmung auf der ganzen Strecke herrscht. Zum Ende hin biegt ihr wieder auf die Straße des 17. Juni ab. Da, wo alles angefangen habt, die besten Läufer aller Zeiten sind hier durchs Brandenburger Tor gelaufen. Jetzt könnt ihr das auch tun. Aber denkt dran, es sind noch circa 400 Meter bis zum Ziel. Also wartet mit eurem Zielsprint bis zum Brandenburger Tor und dann gebt nochmal alles, bis ihr das Ziel erreicht. Genießt diesen Moment, dafür habt ihr sehr lange gearbeitet, dann könnt ihr euch stolz die Finisher-Medaille nach dem Zieleinlauf umhängen.